Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joe Craft und herzlich willkommen zu einem unglaublichen Redstone Tutorial. Was ihr hier im Hintergrund seht, ist eine Anzeige, die ihr auch im Survival bauen könnt, die ihr jederzeit bauen könnt in Minecraft Java. Leider funktioniert es nicht in Bedrock, aber das ist eine Lag-Anzeige, ein lag o -Meter. Dieses Ding hier im Hintergrund kann euch quasi sagen, ob das Spiel gerade stark laggt oder nicht laggt. Aktuell. Läuft das Spiel flüssig. Das heißt, auch hier ihr seht, ich schlage den Zombie und er wird auch instant nach hinten geschubst. Das Spiel läuft flüssig. Jetzt schalte ich mal hier einen Lag-Generator an und ihr seht allein jetzt schon, ja, das Zombie ab jetzt, wenn ich es schlage. Man merkt, das Spiel laggt ohne Ende. Und ihr seht auch schon, hier passiert etwas. Es dauert circa 10 bis 20 Sekunden, bis diese Leiste den Lag berechnet. Und ihr seht, wir sind jetzt schon im roten Bereich. Das heißt, rot ist eigentlich kaum mehr spielbar. Die TPS, würden wir jetzt sagen, sind ziemlich weit down. Wenn wir jetzt die Lag-Maschine äh, ausschalten, dann wird gleich Folgendes passieren: Die Zombies werden sich sehr schnell bewegen. Genau. Und die Leiste könnte für einen Moment ausgehen. Genau, sie geht für einen Moment aus, weil das Spiel jetzt gerade schneller läuft als normal. Und jetzt gleich müssen die Grünen wieder angehen, weil das Spiel dann wieder normal läuft. Genau. Das ist nämlich eine Eigenschaft von Minecraft. Ich möchte euch heute in diesem Video alles darüber erklären. Ich möchte euch erklären, wie man das Ding baut, wie es funktioniert. Ich werde euch auch ein bisschen was über Lags in Minecraft erklären. Aber gleich zu Beginn: Das Ganze ist nicht von mir. Das Ganze ist von einem sehr, sehr, sehr interessanten YouTuber namens To Know To Name. Und er hat in einem Video das Ganze vorgestellt, hat allerdings jetzt nicht großartig was zu Redstone gesagt. Deshalb werde ich euch heute in dem Video mal die Redstone ein bisschen erklären dahinter und auch nochmal auf Deutsch, wie das funktioniert. Ich finde die richtig klasse. Ich kann euch nur sehr empfehlen, selbst mal bei ihm vorbeizuschauen, das Video zu bewerten. Und an dieser Stelle möchte ich zumindest einmal erwähnen, er hat auch sehr, sehr interessante Konzepte, wie man Wireless Redstone nutzen kann. Die werde ich euch nicht erklären, weil die sehr komplex sind und sich vor allem nicht im Survival bauen lassen so einfach oder schon. Aber es ist halt eine schwierige Mechanik trotzdem. Wenn es euch interessiert, ein Link zu dem YouTuber findet ihr in der Videobeschreibung. So, wie funktioniert das Ganze? Ihr solltet erstmal wissen, in Minecraft gibt es etwas, das wir die Game Ticks nennen. Ne? Und die Ticks, die laufen durch. Das hat nichts mit den Frames zu tun. Ne? Also ihr solltet wissen, es gibt eure Frames. Aktuell läuft es aus 60 Frames pro Second. Und die Frames sind komplett bei euch hier interessant. Und da gibt es die Ticks. Die Ticks sind sozusagen das, was in Minecraft alles berechnet. Wie zum Beispiel das, die Bewegung von Monstern, die Bewegung von Tieren. Ähm, hier zum Beispiel Redstone ist auch eine Sache, die über Ticks berechnet wird. Und das Ganze ist relativ komplex. Ihr könnt das Ganze auch auf Minecraft-Wiki nochmal im Detail nachlesen. Aber ihr solltet halt wissen, im Idealfall ist es so, dass pro Sekunde 20 Ticks stattfinden. Das bedeutet, eine Sekunde kann mit 20 Ticks dargestellt werden, was genauso auch bedeutet, dass man eine Redstone-Schaltung bauen kann. Die sieht dann ungefähr so aus: mit einem Komparator, einem Schalter, so und dieses Ding hier, bam. Und das hier ist ein Sekundenzähler. Das heißt, das Ding hier zählt uns genau eine Sekunde. Könnt ihr mal gucken? Schaut mal auf den Sekundenzähler des Videos. Das Ding zählt eine Sekunde. So. Wo ist jetzt das Problem? Das Problem ist, diese Game Ticks sind von der Performance abhängig. Wenn ich jetzt die Lag-Maschine anschalte, passiert etwas. Ich glaube, ihr merkt Das sind keine Sekunden mehr. Ne? Ihr, ihr merkt plötzlich, obwohl eigentlich das Ding einen Sekundentakt macht, das ist nicht. Und jetzt passiert noch was. Achtung! Das waren auch keine Sekunden, jetzt sind wieder Sekunden. So, was ihr gerade gesehen habt, ist folgendes. Wenn Minecraft gestresst ist, braucht Minecraft Zeit, um diese Ticks zu berechnen. Also quasi, Minecraft hat eigentlich immer genau ein 20. Sekunde Zeit, einen Tick zu berechnen, ne? weil 20. Ticks pro Sekunde haben. So. Allerdings, wenn das Spiel gestresst wird, dann braucht das Spiel viel mehr Zeit, diese Ticks zu berechnen. Und was dann zur Folge passiert, ist, dass Minecraft langsamer wird. Das heißt, alles in Minecraft entschleunigt sich. So, wenn der Lag dann vorbei ist, versucht Minecraft, die verpatzten Ticks aufzuholen, weil das Spiel ja langsamer wurde, beschleunigt sich das Spiel dann ganz plötzlich, um eben halt dagegen zu wirken. Natürlich kann es mal passieren, dass dabei nämlich auch Ticks verlustig gehen, weil irgendwann sagt halt Minecraft, okay, ich schaff's den nicht mehr zu berechnen, ich muss jetzt mal irgendwann den nächsten Tick berechnen. Und es gibt sogar ein WatchDog-System bei Minecraft Servern, wenn Minecraft beispielsweise standardmäßig so eingestellt, länger als 60 Sekunden braucht, um einen Tick zu berechnen. Also quasi. Das, was eigentlich 20 Mal pro Sekunde passieren muss, braucht Minecraft eine Minute, also quasi 20 Minuten, um eine, Minute, eine Sekunde Gamezeit zu berechnen. Dann wird auch automatisch das Game gecrashed oder der Server abgestürzt. So, und das hat erstmal was damit zu tun. Und ihr seht das auch an dieser Redstone-Schaltung hier. Äh, das hier ist ein Stresser. Der Stresser funktioniert ganz einfach. Wir werden einfach hier ultra viel Redstone reinjagen. Ihr seht ganz, ganz viele Verstärker, die nebeneinander sind. Ihr seht eine Clock, die ganz, ganz schnelles Puls gibt. Und ihr seht, jetzt gerade ist das Spiel ultra gestresst, deshalb ist auch unser Legometer im rot- bis gelben Bereich. Und jetzt gleich passiert eben dieses Aufholen. Minecraft versucht ganz, ganz schnell die Ticks abzuarbeiten, deshalb ist unser Legometer jetzt plötzlich gar nicht mehr da. Also im Negativen sozusagen und dann kehrt das Lag-O-Meter wieder zurück. Also so viel zu den Ticks. Kurz zur Lagmaschine. Das ist ein No-Go. Also, sowas könnt ihr bauen. Wenn ihr einen ganzen Server zum Abrauchen bringen möchtet, dann übertreibt es gerne. Ihr habt es nicht von mir. Je mehr Einheiten ihr baut übereinander, das Prinzip dahinter ist eigentlich Billow äh, bei so einer Lag-Maschine. Ihr braucht hier eine relativ schnelle Clock. Einfach einen Observer, den man einen anderen Observer stellen. Und ihr braucht ganz, ganz viele Repeater, die nebeneinander gesteuert werden. Das ist alles Sachen, die äh, quasi im Game berechnet werden müssen. Und das ist noch okay. Wenn das allerdings ein paar tausend Mal passiert, wie jetzt, ich habe jetzt mal gerade maßlos übertrieben, dann ähm, sagt irgendwann euer Computer No. Ihr seht, es geht noch, das Spiel wird jetzt immer langsamer. Ihr seht richtig, dass wir jetzt mittlerweile in Zeitlupe sind. Und wenn ihr das Ding übertreibt, ne, schafft ihr es vielleicht irgendwann dafür zu sorgen, dass ein Tick innerhalb von einer Minute berechnet werden muss. Und dann macht der Server einfach puff, die Türen zu. Schaut euch das an, die Redstone-Schaltung steht. Es ist bestehen. Es passiert nichts mehr, es bewegt sich nichts mehr. Ich mache mal einen Rechtsklick hier auf den Schalter. Und mit ein bisschen Glück ne, sehen wir gleich dabei. Ihr seht auch schon das Legometer hier gerade im maximal roten Bereich. Also mehr Lag ist eigentlich nicht. Was wir jetzt nochmal schnell machen, ist eben den ganzen Kladderadatsch hier abzuschalten. Und das Spiel wird sich jetzt jeden Moment stabilisieren. Also so viel zum Thema Lags. Das hat wie gesagt nichts mit den FPS zu tun. Das ist eine ganz andere Geschichte. FPS ist das, was euch die Grafikkarte macht. FPS könnt ihr verbessern indem ihr die Render Distance runterstellt, indem ihr zum Beispiel die Texture Pack runterdreht oder eure Grafiken runter und rauf Also es korreliert nicht immer. Natürlich, wenn ihr jetzt hier hinguckt, ne, dann muss eure Grafikkarte auch quasi das Redstone berechnen. Also dass das Redstone mal an und aus ist. Ja, und das ist quasi das. Und jetzt kommen wir zum Lagmeter. Ich habe euch ja gesagt, das ist eine sekunden -Clock. In Minecraft könnten wir rein theoretisch auch eine Clock bauen, die äh, einen 9-Sekunden-Puls macht. Ja, das können wir mit beispielsweise hier so ein paar Komparatoren realisieren. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel... Komparatoren so anordnen, ja? Und wir bauen mal das hier. Dann können wir damit mehr oder weniger eine 9 Sekunden Glock realisieren. Was wir hier machen ist folgendes, wir jagen hier ein kurzes Signal rein, was maximale Stromstärke hat. Weil Minecraft kann Redstone Stromstärken ausgeben, je nachdem äh, wie weit es fließt. Das hier hat Stromstärke 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Irgendwann ist der Redstone aus, besagt quasi hier ist die Stromstärke 1, hier ist 0, überträgt kein Signal mehr. Wir brauchen einen Verstärker. Wir können aber anstelle des Verstärkers auch einen Komparator nehmen. Der Komparator überbringt die Stromstärke von hinten nach vorne. Ja, der Komparator kann auch andere Sachen, wie zum Beispiel Stromstärke vergleichen, rechnen, bla. Machen wir jetzt gleich noch nicht, das werde ich euch gleich erklären. Wichtig ist jetzt folgendes. Wenn ich jetzt hier eine volle Stromstärke reinpacke, dann wandert diese 15 Stromstärke, weil die kommt ja aus dem Schalter raus, kommt 15 raus, wandert hier entlang, hier, entlang, hier entlang, hier entlang, hier entlang, hier entlang. Komparatoren haben eine Verzögerung. Ne? Ich hoffe, das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Also ihr seht quasi, wenn ich jetzt hier was durchleite, hat das eine Verzögerung. Das Signal läuft hier durch. Hier ist quasi die 15, geht auf 14 runter und dann geht die 14 hier durch. Hier durch, hier durch, hier durch, hier durch, geht durch diesen Block, hier und hier raus. 14, 14, 14, 14, 14, geht auf 13 und so weiter und so fort. Und wenn wir jetzt einmal das hier machen, piep, piep, haben wir 15, ne, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bam, auf. Und wenn wir das jetzt mit dem Output hier synchronisieren, könnten wir sagen, dass das hier so grobe 9 Sekunden sind. Die 9 Sekunden sind unheimlich wichtig, wie ihr vielleicht merkt. Also wenn wir ein Stoppuhr machen, Achtung, ich lege den Schalter um in 3, 2, 1, go, Stoppuhr läuft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Zack, jetzt geht das Redzone aus. Also ungefähr 9 Sekunden. Das ist ein bisschen mehr als 9 Sekunden. 10 Sekunden oder 11 Sekunden. Das hat auch was damit zu tun, dass wir immer am Ende Strom haben wollen. Aber ihr seht, das ist die Glock. So. Und wenn natürlich jetzt das Server laggt, sind das nicht mehr 9 Sekunden. Also quasi, jetzt gerade hat es 10 Sekunden gedauert. Und wenn wir jetzt mal wieder unseren LegoMart 10.000 anwerfen und wir laden diese Schaltung. So. Und wir machen die Schaltung aus. Dann seht ihr: 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ihr seht, unsere 9 Sekunden sind schon längst um. Aber die Schaltung ist immer noch an, immer noch an, immer noch an, immer noch an. Und das hat eben was mit dem Lag zu tun. Also, ihr seht, das Ding quasi stellt uns 9 äh, Sekunden dar, wie Minecraft gerade den Tick berechnet. Alles, was wir also jetzt brauchen, sind zwei Sachen. Und zwar einmal eine Schaltung, die uns Minecraft 9 Sekunden bietet. Und was jetzt natürlich richtig geil wäre, wäre, wenn wir eine Schaltung hätten, die alle Real Life 9 Sekunden einmal ein Output gibt. Das haben wir aber leider nicht, deshalb muss ich das Video beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut. Nein, natürlich. Dafür ist das Ding da. Und zwar nutzen wir hier die Lama-Mechanik. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Ding. Lamas haben eine besondere Eigenschaft. Und zwar. Lamas möchten sich gerne zu einer Karawane zusammenpacken. Und hier wird es jetzt interessant, Leute. Also, wenn ich mir jetzt eine Leine nehme und ich setze hier einen Lama hin und ich setze hier einen Lama hin und ich leine das Lama an, dann möchten die Lamas eine Karawane bilden. Das kennt ihr vielleicht. Das heißt, die, die Lamas ne, bilden diese Schlange. Und dabei müssen die Lamas ja auch ein bisschen überlegen, wo sie denn so entlang laufen und herlaufen. So, und da wird es jetzt interessant. Jetzt muss ich mal ganz kurz das gute Lama hier einmal. Da lassen. Wir müssen jetzt etwas Unangenehmes machen. Pass auf, Achtung, Hexerei, 1, 2, 3 und. Äh, ihr habt nichts gesehen. So. Also, Lamas haben eine besondere Eigenschaft. Und zwar: äh, sie wollen eine Karawane bilden. Und jetzt haben wir hier eine ganz interessante. Schaltung, die ihr auch relativ einfach nachbauen könnt. Alles was ihr dazu machen müsst, ich zeige es euch mal ganz kurz eben hier auf dem Trockenen. Ihr müsst einmal einen kleinen Weg bauen, so. Und zwar setzt ihr hier einen Glasblock hin, dann setzt ihr hier einen Block hin, hier einen Block hin, setzt hier einen Observer dran, hier einen Observer dran, dann einen Observer, der so nach unten guckt, einen Observer, der hier nach unten guckt, auf die beiden Observer drauf packt ihr einen String. Schnappt euch aus dem Inventar einen Dispenser, setzt den Dispenser einmal hier hin und ich hierhin packt dann hier wieder irgendein Baumaterial hin. So muss das Ganze jetzt aussehen. <laughs> Wenn das Ganze so aussieht, dann packt ihr euch eine Redstone-Trapdoor. Wo ist sie? Da. Einmal hierhin. Und dann holt ihr euch eine Chest. Baut die Chest einmal zwei Blöcke darüber und zwei Blöcke hier drüber. Jetzt ist es wichtig, dass ihr euch Glas holt, ihr Material. Jetzt macht ihr Folgendes: Ihr baut hier einmal ein Block hoch das Glas hin, baut hier drumherum einen Rahmen aus Glas oder irgendein, es kann auch anderes Material sein, es kann auch Stein sein. Es ist wurscht, ihr könnt das auch im Boden einbauen. Wichtig ist nur, dass äh, der Weg dann hier weitergeht. Also ihr seht, der Weg geht so hier raus und ihr müsst jetzt hier quasi einmal eine kleine Umrandung bauen und ihr solltet das Ganze halt abschließen, weil wir jetzt gleich ein bisschen mit Minecraft herumgeistern. So, dann sieht das Ganze so aus. Jetzt ist es noch wichtig, auch hier oben Glas hinzusetzen. Und jetzt haben wir nämlich einen sehr interessanten Aufbau hier. Wir machen wir hier Glas und hier Glas hin. Wenn sich jetzt hier ein Lama befindet, kann es nicht geradeaus gehen. Ne? Aber es sieht nach geradeaus. Es sieht da vorne ein anderes Lama. Und das möchte jetzt entweder rechts oder links gehen. Das Problem ist, äh, hier sind Kisten. Und die Kisten blockieren das Lama. Und was wir jetzt machen können, ist folgendes: Wir können jetzt in die Spender einmal Wasser reinlegen. Wenn ihr fertig seid mit der Schaltung, tut ihr das. Ah, Moment, stopp, ihr müsst noch was Wichtiges machen. Sonst habt ihr gleich eine Überschwemmung. Packt einmal hier eine Pressure Plate hin. Ihr könnt auch rein theoretisch hier eine Pressure Plate hinpacken. Aber ich würde jetzt hier einfach ein Sign nehmen. So, jetzt einmal hier hinbauen und einmal hier hinbauen. Fertig. Und dann legt ihr einmal einen Wassereimer hier rein. Wenn wir jetzt ein Lama an dieser Stelle spawnen, wir setzen das hier hin, dann ist auch erstmal alles okay, wie ihr soweit seht. Das Lama steht da. Ne? Erstmal nichts Besonderes. Und wenn wir nun unseren Schacht hier weiterbauen, bis hier vorne hin. Kann ein bisschen extended werden. So, ihr macht noch etwas und zwar hier baut ihr so einen kleinen Bereich dran. Der hat auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Rolle. Was der genau kann und was der soll, zeige ich euch gleich. So. Ihr baut hier auch nochmal so einen kleinen Wassergraben hin. Das heißt, ihr braucht einmal hier Wasser. Warum das Wasser da ist, wie gesagt, ich erkläre euch alles heute in dem Video. Jetzt braucht ihr nur noch einen ähm, Fans. Den packt ihr hier hin. Und ihr stellt hier einen Lama hin. Ihr leint das Lama an und packt es an diesen Fans. So. Damit ist die Schaltung eigentlich schon fertig. Was jetzt passiert ist folgendes. Unser Lama hier möchte gerne mit diesem Lama gemeinsam eine Karawane bilden. Es kann sein, dass das Lama das manchmal nicht macht. Wenn es das nicht macht, dann kriegt kein Schreck, dann vielleicht einmal die Welt neu starten. Aber schaut euch das jetzt an. Dieses Lama möchte jetzt die ganze Zeit zu diesem Lama hin und versucht jetzt hier links entlang zu gehen. Jetzt versucht es rechts entlang zu gehen und plötzlich ist hier ein Wasser. Und Minecraft hat ja eine AI. Und die AI berechnet so ein bisschen, wie das Lama sich am besten bewegen kann. Und ähm, Minecraft möchte das Lama so bewegen, dass es nicht durch ähm, Wasser läuft. Deshalb berechnet das Lama eine neue Route, die es gehen soll. Und das berechnet Minecraft quasi mit einem Timeout. Damit das Lama die ganze Zeit hin und her und hin und hin will, äh, gibt es ein Timeout. Und der Timeout liegt bei neun Real-Life-Sekunden. Das heißt, nach neun Real-Life-Sekunden, unabhängig, ob es lagt oder nicht, sagt das Lama, okay, ich will einen neuen Weg haben. Geht also jetzt quasi auf den rechten String. Dadurch geht hier das Wasser an, weil es den String verlässt, geht das Wasser dort aus. Und was wir erhalten, ist hier unten an dieser Stelle ein Puls. Wichtig ist Folgendes: Jedes Mal, wenn ihr einen Block platziert, ändert das Lama automatisch sein Rhythmus. Also immer, wenn ihr einen Block irgendwo platziert, seht ihr ähm, sucht das Lama sich einen neuen Weg. Ja, deshalb lasst euch nicht irritieren, wenn ihr am Bauen seid, wird das Lama die ganze Zeit hin und her wechseln. So. Und das ist auch eine wichtige Mechanik. Ihr seht, jedes Mal, wenn ich einen Block platziere oder abbaue, sucht das Lama sich einen neuen Weg. Jetzt gibt es halt ein Problem. Und zwar, wenn die Welt lädt, dann kann es sein, dass dieses, dieses Lama keinen Bock hat, einen Path zu finden. Jetzt gerade tut es das. Aber manchmal hat das Lama keinen Block. Also müssten wir irgendwie einen Block platzieren, wenn die Welt lädt. Wie platzieren wir jetzt einen Block, wenn die Welt lädt? Das ist ganz, ganz einfach. Ihr könnt einen Weltladegenerator bauen, indem ihr einen armor hinpackt. Ihr holt euch Frostwalker. Jetzt mache ich die würde, da. Frostwalker. Ein Anvil. Macht euch wunderschöne Leder-Boots. Und dann, einmal zack, macht ihr Frostwalker drauf. Packt hier alles auf dem Armor-Stand drauf, die Boots, die hier neben dem Eis stehen. Und ihr packt noch eine Torch hier dran. Was ihr jetzt passiert, ist folgendes: jedes Mal. Wenn die Welt lädt, by the way, ihr könnt auch hier, ne, nur für den Fall der Fälle, dass ihr es braucht, ähm, jedes Mal, wenn diese Chunks geladen werden, ob es jetzt im Spawn Chunk ist oder nicht, jedes Mal, wenn die Chunks geladen werden, passiert folgendes. Das Wasser wird zu Packed Ice oder zu Frosted Ice und schmilzt. Und sobald das Wasser geschmolzen ist, updatet sich damit das Lama. Achtung, jetzt hat sich das Lama geupdatet. Und ab jetzt bleibt dieses Lama in der Schleife. Alle neun Sekunden kriegen wir also jetzt hier ein Redstone Output. Dieser Redstone Output. 9 Sekunden, jedes Mal, wenn das Lama sich dreht. Das ist diese Schaltung. Und dafür brauchen wir den amos stand einfach hier, um ein Update zu erzwingen, wenn die Chunks geladen werden. Also quasi, wenn ich jetzt ganz, ganz weit weg gehe. 5, 4, 3, 2, 1. So. Und das Lama gar nicht mehr geladen ist. Ich gehe wieder zurück. 5, 4, 3, 2, 1. Habe ich es gerade. Habe ich jetzt tatsächlich die Welt aus den Augen verloren? Nein, habe ich nicht. Oder? Habe ich doch? Habe ich? Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Große Klasse, Joecraft. Was kannst du eigentlich? Äh, lass mich raten. Äh, nichts. So, warte, wir drehen uns einmal um. Jetzt muss ich gerade überlegen. Mist. Mist, 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 Mist. Da bin ich hergekommen. Also in die Richtung muss ich fliegen. Okay, sehr schön. So, wir fliegen mal schnell wieder zurück. Gut, eine Minimap zu haben. Genau, jetzt, da ist der Bereich mit den Lama. Das wurde jetzt gerade geladen. Und wenn wir uns beeilen, müssten wir noch das Eis dort sehen. Ja, seht das Eis dort? Also, sobald hier diese Chunks geladen werden, ähm, lädt auch diese Schaltung. Und startet quasi. Das ist quasi so eine Art Anlasser für die Schaltung. Ihr könnt auch das Ganze in den spawn chunks bauen. Das heißt, wenn ihr einen Spawn-Punkt habt in der Welt, also den Weltspawn, den World Spawn, den könnt ihr relativ schnell finden. Baut euer Bett ab und lasst euch umbringen. Dann spawnt ihr am Weltspawn. Um den Weltspawn herum gibt es Chunks, F3 und G, könnt ihr euch die anzeigen. Acht Blöcke in jede Richtung. Das heißt, wenn jetzt sozusagen hier der ähm, World Spawn ist, puff, das ist der Weltspawn, da guckt ihr, in welchem Chunk der ist. Ah ja, das ist der Chunk, F3 und G. Und dann quasi eins... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, von diesem Chunk, quasi alle Chunks, die jetzt in einem diagonalen Feld bis zu dem Punkt und bis zum da hinten liegen, also quasi es wird ein Feld aufgespannt, ein Rechteck um dieses Ding drum herum, sind <coughs> Spawn Chunks. Die sind immer geladen. Das heißt, die werden nicht entladen, wenn ihr sie verlasst. Okay? Gut. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Redstone und zwar diese Schaltung hier. Und wie funktioniert diese Schaltung? Ich kann es euch gerne mal eben hier zeigen. Also das Erste, was wir machen, ist das Signal zu verlängern von unserem so Lama. Ist unser Lama wieder dabei? Guck mal. Ja, tut da Sehr schön. Zunächst verlängern wir das Signal. Das ist wichtig, dass das Signal eine einheitliche äh, Stufe hat. Ich muss noch ein bisschen spicken jetzt gerade. Ich werde euch aber erklären, wie es funktioniert. Was wir jetzt machen ist Folgendes und zwar. Jetzt updatet sich das Lama natürlich die ganze Zeit, weil ich jetzt gerade hier am Rumplänkeln bin. So, was wir als nächstes machen, ist, dass wir diesen Kondensator, erinnert euch, dieses Ding hier laden. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, dieser Kondensator ist extra so gebaut, na, dass wir ihn 1, 2, 3, 4 so laden können. Und so zurück Ein Block hier bitte hinsetzen, hat seine Richtigkeit. Wenn wir jetzt hier auch noch einen Block hinsetzen, dann seht ihr, wie dieses Ding... Geladen, jedes Mal, alle neun Sekunden. Und jetzt entlädt sich das Ding langsam. Entlädt sich, entlädt sich, entlädt sich, entlädt sich, entlädt sich, entlädt sich, lädt sich und kurz bevor es ausgeht, zack, kommt dann der neue Puls. Und welche Stromstärke hat das Ding kurz bevor es ausgeht? Ihr seht hier rechts die Stromstärke. Power 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Und dann geht es wieder hoch. Die 2 sozusagen noch mit drin. Und was wir jetzt quasi bauen müssen. Ist ein kleiner Mechanismus, der quasi in dem Moment, in dem es hier einen Puls gibt, einmal die aktuelle Stromstärke äh, speichert. Also quasi einmal guckt, welche Stromstärke hast du und die möchte ich gerne hinterlegen und speichern. Okay. Alles, was wir dafür bauen müssen, ist diese Construction hier. Die habe ich mir jetzt einfach mal schnell überlegt. Das ist, äh, kann man auch noch anders bauen, aber was wir haben, ist folgendes. Und zwar hier an dieser Stelle: ähm, lassen wir die Stromstärke durch. Also ihr seht ihr, der hier blinkt einmal. Ihr seht jetzt gerade Power 0. Seht ihr hier Power 0? Und Achtung, der wird jetzt gleich blinken. Jetzt. Zwei. Ihr seht, zwei kam da raus. Ne? Und was natürlich jetzt passiert ist folgendes. Wenn jetzt Lags auf dem Server entstehen, können wir die Lag-Maschine wieder anmachen, dann zählt die ja langsamer runter als die hier. Ja, das heißt quasi, weil ja das Redstone sich verlangsamt, zählt die langsamer runter als die. Die gibt trotzdem alle neun Sekunden noch ein Output. Und wenn wir jetzt hier rechts gucken, auf die Power achtet hier oben, Power 8. Also es ist nicht mehr Power 2, die rauskommt. Ne? So. Und wenn die Lags dann enden auf dem Server und alles wieder in Ordnung ist, dann, ja, jetzt wird das Redstone beschleunigt. Das heißt, dieses Ding läuft leer, bevor der nächste Puls kommt. Und deshalb kommt hier 0 raus. Okay? So, und das Ganze möchten wir natürlich zwischenspeichern. Das heißt, wir wollen auch gerne dieses Ergebnis irgendwie anzeigen. Wir wollen nicht nur kurz einen Blip haben, sondern wir wollen das so lange anzeigen, bis ein nächstes Ergebnis kommt. Und aus diesem Grund gibt es dann hier, lass mich mal kurz gucken richtig bauen. Genau, gibt es hier eine kleine Schaltung, die wir noch dazu packen müssen. Und zwar können wir das Ergebnis hier in diese Kon Komparatoren reinleiten. Das läuft dann die ganze Zeit hier im Kreis. Ihr seht da, zack, jetzt läuft die 2 die ganze Zeit hier im Kreis. Und wenn hier ein Ergebnis reingeht, müssen wir natürlich das vorherige Ergebnis einmal löschen. Und dazu machen wir folgendes. Wir machen das hier einmal so. Und diese Schaltung hier macht folgendes. Wenn hier ein Ergebnis drin ist, ja, dann wird das Ergebnis gelöscht. Und dann kommt das neue Ergebnis rein. Okay? Also wir haben hier einen Löschmechanismus. So, das hat noch nicht geklappt. Irgendwas habe ich noch falsch gebaut. Was habe ich falsch gebaut? Habe ich den auf 2 gemacht. Den Verstärker dort. Das heißt, jetzt, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wirklich alles korrekt ist. Ach, hier seht ihr, ich habe hier einen Rechtsklick vergessen. So. Okay. Das hier, was wir hier haben, ist ein Nine-Gate. Also quasi, ihr kennt ein Nine-Gate vielleicht so. Wenn man Strom in einen Block reinlaufen lässt, dann wird er umgedreht. Und wir haben hier ein anderes Nine-Gate, quasi, wenn ich jetzt hier. Strom in einen äh, ja, in einen, äh, einen rechts geklickten ähm, Komparator reinlaufen lassen dann wird er auch umgedreht. Also funktioniert genauso wie der Block. Nur eben halt ein bisschen kompakter und ein bisschen kleiner, weil ich die Fackel gerade hier nicht so schnell und schön finden kann. Und was hier gemacht wird, ist folgendes. Ähm, hier geht dann quasi voller Strom rein. Jedes Mal, wenn diese Fackel ausgeht, kommt hier maximaler Strom raus. Also richtig volle Pulle. Achtung, seht ihr jetzt gleich? Und wenn da volle Pulle rauskommt, dann leitet der nichts mehr durch. Das heißt quasi, der wird blockiert und egal, was hier hinten drauf liegt, das wird nicht mehr durchgeleitet. Ihr seht, es ist gerade durchgeleitet, jetzt nicht mehr. Seht ihr, was hinten reingeht, wird nicht mehr durchgeleitet. Und damit vergisst diese Zelle automatisch, was drin ist. Weil das Signal, was drin ist, wird quasi hier unterbrochen. Gleichzeitig kommt von hier vorne ein neues Signal, was in diese Zelle eingespeichert wird. So, that's it. Jetzt müsst ihr noch euren Output anschließen. Da könnt ihr jetzt einfach hier eine kleine, äh, kleine Straße bauen aus Komparatoren, wenn ihr möchtet. Die kann jetzt zu einer Anzeige führen. Und dann macht ihr einfach hier ganz, ganz viele Redstone. 15 insgesamt. Müsst ihr nochmal abzählen, das sind wahrscheinlich jetzt keine 15. So. Und das ist jetzt eure Anzeige. Das Ganze könnt ihr jetzt verbinden mit Redstone-Lampen. Und ihr seht, wir bekommen aktuell zwei als Minimaloutput. Man kann die Schaltung, wie gesagt, noch anders bauen. Aber ich finde es ganz cool, dass man so zwei hat. Das ist sozusagen alles im grünen Bereich. Wenn ihr zwei als Output habt bei der Schaltung, ist alles cool. Und ja. Mit jedem Lag, der dann dazukommt, wir können mal ein bisschen Lag erzeugen, oder so, das war jetzt schon gerade ein bisschen Lag, so jetzt haben wir ein bisschen Lag hier unten, ihr seht, das Ding hier schon reicht aus, um, gucken wir mal, wie viel Lag das jetzt ist, ob das überhaupt schon, ob das schon schlimm ist, weiß ich gar nicht, werden wir sehen, ihr müsst der Schaltung immer so 10 bis 20 Sekunden Zeit geben, um ein Ergebnis zu errechnen, aber ich glaube, aktuell geht's noch, ja, noch es nicht. Das heißt, wenn wir jetzt die nächste, äh, nächsten zwei Einheiten dazuschalten, dann wird es natürlich interessanter. Ja, 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 jetzt merkt man schon. Aber jetzt, jetzt, fängt das Spiel schon leicht an zu ruckeln. Es geht, aber es ist nicht mehr. Ja, ihr seht auch schon hier die Leiste geht nun höher. Ne? Und je mehr Lag entsteht, desto höher wird diese Leiste sein. Ihr könnt das Ganze auch noch mit dem Display verbinden oder ihr könnt es wie äh, "to node to name" machen. Ja, das mit Command Blöcken ausgewertet. Also ihr habt viele verschiedene Möglichkeiten, das Ganze am Ende zu nutzen. Das war ein ausführliches Tutorial zu Lag Measurement in Minecraft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet heute einiges lernen über Redstone und an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich fürs zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, aber auch bitte nur wenn es euch gefallen hat, bewertet gerne dieses Video. Macht's gut, bis bald und ciao Leute.